Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit unserer Bilbao-Karriere. Wir grüßen von ganz, ganz oben, weil quasi alles, was vor uns war, gepatzt hat. Ja, 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 die haben alle ihre Spiele nicht gewinnen können. Atletico nicht, Barcelona nicht und Cadiz nicht. Cadiz sogar verloren mit 2-0 bei Real. Cadiz ist unser nächster Gegner auch. Und Barca nur unentschieden gegen Almeria und Atletico hat auch nur unentschieden gespielt. Das ist nämlich gegen Mallorca, gegen unseren ersten Gegner, zweiten Gegner. Ja. Und wir haben unser letztes Spiel mit 5-0 gegen Celta gewonnen. Und grüßen jetzt von ganz, ganz oben, weil wir die beste Tordifferenz haben. Diesen hohen Sieg, diese 5-0. Haben wir jetzt bei plus 8 und ja, mal gucken. Nächster Gegner ist dann übrigens jetzt, wie ich gerade angekündigt habe, der FC Cadiz. Und dann geht's schon weiter. Ich weiß gar nicht, wer der Valladolid, habe ich jetzt gerade richtig gesehen. Na gut, gehen wir rein ins Match. Auf geht's. Ja, ich groß ändern brauche ich jetzt nichts, weil ich denke, das passt soweit. Aber also ich muss tatsächlich aus Fitnessgründen tatsächlich mal den einen oder anderen nehmen. Kapa zum Beispiel, der ist ein bisschen nicht zu 100% fit. Und Sainz hat ein Tor gemacht im zweiten Spiel. Darf heute mal von Beginn an ran. Für den Capitano, der aber, wie gesagt, das ist nur für Fitnessgründe. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel im Nuevo Mirandir. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Mokoko. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, dass die Abwehr... Ja, zwei Wechsel übrigens. Aber das hat, wie gesagt, seine Fitnessgründe. Barrenet Cheh auf der Rechtsverteidigerposition und Borja Sainz, der Torschütze aus dem letzten Spiel. Aus dem Baskenland kommt. Aber das gilt nicht für den Mann auf der Bank. Nee, Jupp Heynckes war hier zweimal Trainer und konnte schöne Erfolge feiern. Aber Enrique Valverde, den wir jetzt gerade als Trainer haben, ist tatsächlich Baske. So viel zum Thema dazu. Jetzt gerade. Das tatsächlich mit Jupp Heynckes wusste ich nicht, aber da ich den Club nur so nebenbei verfolge, weil ich einfach die Transferpolitik interessant finde, ja. Gut. Cadiz, die im letzten Spiel 2-0 gegen Real verloren haben. Heute unser Gegner, ansonsten waren sie nämlich vor uns. Sonst wäre es ein schönes Topspiel geworden. Dann wäre es nämlich 3 gegen 4 gewesen oder 1 gegen 2, wie auch immer. Hätten sie ihr Spiel gewonnen. Ist jetzt aber wurscht. Es geht los ins Match. Und wir wollen natürlich heute auf 13 Punkte kommen. Etwa 13 von 15 Punkten. Wie gesagt, mit dem Sieg werden wir wieder weiter Tabellenführer. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Die Gastgeber weisen im Moment die. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. 1-0, yes! 0-1 und es ist natürlich, natürlich, natürlich der Top-Torjäger. Williams, sechstes. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Thank you.
So. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, auf jeden Fall erstmal. Ball bei Oyarzabal. Oyarzabal, Barnechea, der Rechtsverteidiger. Jetzt ist er vorbei. Schön die Flanke abgeblockt. Na, gibt nichts. Okay, ich habe gerade zum Moment ganz kurz gezögert, dass er noch einen Freistoß gibt. Also, Elfmeter, glaube ich, war es nicht. Ich habe ein bisschen gehofft, dass er Freistoß die Hand gibt. Moukoko. Und jetzt haben sie mal 2 gegen. Jetzt wird es Ecke geben. Oh, da ist Simon. Natürlich eine gute Gelegenheit jetzt. Solche Chancen sollten sie nutzen. Guru Zeta, der ist ja eigentlich Stürmer. Und der jetzt auf Tempo geht. Und nein, ich habe nichts an den Slider getan. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Was für ein Abseits. Ja, es war richtig. Glaube ich, es war richtig. Also, es wäre das 0-2, das wäre der zweite perfekte Konter geworden. Ja, es ist Abseits. Es ist Abseits. Es ist knapp, aber es ist Abseits. Schade, das wäre natürlich das. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehr. Oh, Glück gehabt! Aber dann verlieren sie den Ball. Ich wollte gerade abschließen. Salua. Derei. Galan. Es gibt jetzt natürlich Einwurf. Weiter jetzt mit dem Galan. 1-1. Moukoko. Scheiße, das war zu. Ja, bin ich da gar nicht in den Zweikampf reingegangen. Ich wollte nämlich nicht grätschen, weil ich habe Angst vor einem Elfmeter. Und dann ist es trotzdem das 1-1. Tja, nochmal die Wiederholung. Ja, das ist eine Szene, die kann dem Trainer nicht gefallen. Was bitte schön macht die Abwehr? Die schauen ja nur zu. Richtig. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Ah, schade. Ich komme auch nicht in Position. Also, Yazabal, ich habe ja noch gar kein Tor gemacht in dieser Saison. Asamendia. Alcaraz, gut aufgepasst da. Das könnte was werden jetzt. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Glück gehabt, dann nochmal den Ball zwischengekriegt. Bocha. Ja. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Geray, geil an. Schön von Bocha. Kommt in die Mitte. Gut dazwischen. Vencedor. Vencedor. Meiner Meinung nach kein Foul. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ballverlust. Ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Barrenechea ist das. Jetzt und drin. Sunset! Da ist das Tor! Ah, sie sind heute einfach richtig stark. Also, Spiel wieder auf 2-1 gestellt. Hand unter Druck, aber kommt trotzdem zum Abschluss. Was bei der Chair? Glaube ich ja, ne? Ja, ich weiß nicht, von wem jetzt die Vorlage kam. Ist egal, am Ende ist es das Tor von Sunset, der Offensive. Euer Zotzep. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Vencedor ist angeschlagen. Da ist die Chance. Das heißt, ich werde von der Pause noch wechseln müssen. Ich muss jetzt gucken, was ich mache.
19-1 da hinten. Und Vincedorf vorne. Ja, bringt da nichts. Ich muss jetzt taktisch ein bisschen erinnern. Ich muss jetzt Muni Yain bringen. Den ich für Boch eigentlich bringen wollte. Und dann ist es das Pause. Das ist eine Pause. 1 und 2. Also für die Mannschaft mit der besten Defensive. Aber wo war denn diese Defensive heute bislang? Zwei Gegentore, das kennen wir ganz anders. Und dann ist eben auch nicht mehr drin. Und ich glaube schon, wenn sie hinten besser stehen, dann ist es ein ganz anderes Spiel. Und das wissen sie natürlich auch selbst. Es geht los, Bilbao mit dem Anstoß. So, auf jeden Fall. Verletzungsbedingt muss der Wechsel kommen. Vincedorf raus, Muni Yain rein und Sunset geht 1 nach hinten. Ist aber auch nur eine leichte Verletzung, also das ist jetzt nicht weiter tragisch. Williams, guter Ball, Williams! Drei. Oh, das ist zählt! 49. Muni Yain. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball. Na gut gehalten, aber ja, sieht ein bisschen unglücklich aus, würde ich sagen, fast, ne? Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Kadis hat jetzt nochmal die Chance. Immer noch diese Aktion jetzt. Und wenn man denkt, an zwei Tore, wer Konter gemacht hat. Ein Haar, der Doppelpark, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig, ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Gefährlicher Schuss. Oh, und Mura, Unai Simon, sehr gut gemacht. Vielleicht können Sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen, die Fans hoffen drauf. Ecke kommt in die Mitte. Einfache Aufgabe für Unai Simon. Barenetscher. Wir haben Transfer-News bei... Ah, Barenetscher. Da konnte man einen Mann unter Vertrag nehmen, hinter dem man nun bereits seit einiger Zeit her war. Also Rafael Guerrero. Sie sich in jedem Fall, das ist ein richtig guter Transfer. Gute Chance für Muni. Und Muni Yain, 4-1. Der saß ja am Anfang aus. Es ist nochmal, es hat nichts, 0, nichts mit dem Spielerischen zu tun. Es war eigentlich nur ein Fitnessding. Mühelos durch, tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Antritt. 4-1 jetzt also. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Schön zugemacht. Ja, wunderbar. Guruzeta. Ja, der hat ein bisschen Platz jetzt über außen. Der kann aber auch über außen. Der kann aber auch über außen. Gute Chance. Und so viel, viel Glück verhindert. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Freistoß für mich, oder? Ja. Es wird jetzt hier gewechselt. Borja. Nicht gut genug, der Freistoß. So. Egal. Jetzt ist ein Einwurf draus geworden. Schade, ja, gut, hätte was anderes sein können. Der Pass kommt nicht an, war die präzise. Ach, der war doch einfach. Sind wir ein normaler Pass, ey. Ivan Alejo. Jetzt Negredo. Er war auch Negredo. Guter Pass jetzt. Noch ist die Chance da. Da muss er sich und Simon. Anstrengen. Aber vorher natürlich. Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Schuss kommt nicht durch. Ja, lass doch laufen. Dann ist das ein Konter. Ist das ein Nassreiner Konter. Hier jetzt einen Wechsel geben.
ich glaube, das könnte Schiri, der hat schon gelb. Das ist korrekt, es gibt gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder. Alcaraz, die richtige Entscheidung, die gelbe. Ja, 39 Meter, das ist zu viel. Boah! Van Wege, der ist zu viel. 1 zu 5 zu Bielda. Der Innenverteidiger macht das Tor. Der Entfernung ab und der Ball ist drin. Keine Chance für den Keeper bei dieser Power, bei dieser Technik. Boah, hätte ich aber auch nicht gedacht, dass der so oben reinlegt. Das sah der Keeper aber überhaupt nicht gut aus. Zu Bielda mit dem Tor. Zu Bielda, Entschuldigung, heißt er ohne. Zu Bielda. 5 zu 1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Roger. Und damit ist auch klar, dass wir weiter Tabellenführer bleiben. Weil, ja gut, ihr seid ja, kommt jetzt noch was mit Höhe, kommt jetzt mit Dreh. Kein Absatz, kein, er pfeift das Handspiel nicht ab, er gibt Vorteil. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Goretzka, der ja schon 2 Tore vorbereitet hat. Ja, das Spiel ist gelaufen. 1-6-0-83. Einfach überlegen, das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Ich glaube, zweites oder drittes Saisontor, ne? Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. So, dann können wir mal kurz nochmal wechseln können. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Williams, jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. So viel hat er auch noch nicht gemacht, der Williams. Erstmal gehalten, bekommen Sie noch eine Chance. Machen Sie konsequent da hinten. Gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Begegnung, in der die Gäste im Augenblick deutlich vorne sind. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Im Nachschuss fällt das Tor, erst diese gute Parade. Jo, 1-7, Williams. Und dann ist die Lücke am Ende doch da. Wieder schafft der Keeper den Ball nicht richtig festzuhalten, haut den zwar richtig, wie gesagt, richtig rechts raus, aber... Und wie schon beim 0-1 vom Tor von Munir ein. Steht da der ist mal Williams, der mit 2 Toren jetzt dabei ist. Und hier steht es, wie gesagt, das ist eigentlich ein Topspiel. 7-1, mit dem 5-0 gegen Celta. Folgt jetzt mit dem. Er kann sich durchsetzen. Zieht ab! Folge 27 in Cardiff, also 12 Tore aus den letzten beiden Spielen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Ja, für Cardiff geht es nach dem kleinen Höhenflug so ein bisschen wieder nach unten. In der Lage gegen Real und jetzt diese Klatsche. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben.
Bilbao macht das Tor. Ja, und es scheint wohl jetzt gepasst zu haben, nachdem ich da hinten noch mal ein bisschen was umgestellt habe, zwei neue reingesetzt habe, dass das jetzt vor allem ein bisschen fruchtet. Vielleicht war dieses Unentschieden gegen Retafe. Und dann wärst du doch, ja, 5 Tage Verletzungspause, okay. Ja, passt jedenfalls. Nächster Gegner ist Real Valladolid und das sehen wir uns in der nächsten Folge an.